Okay, hallo, hier ist wieder Bernd von Saxbrick und hier von eurem Saxophon-Channel. Wir machen heute einen Klassiker im Saxophon-Geschäft, in der Saxophon-Literatur. Und zwar bringe ich euch den Song Pink Panther bei. Pink Panther ist von Henry Mancini. Henry Mancini ist ein Hollywood-Filmkomponist gewesen. Er hat für ganz viele Filme sehr bekannte Lieder geschrieben, zum Beispiel auch Moon River für den Film Breakfast at Tiffany's, und eben das bekannteste wahrscheinlich, was er geschrieben hat, ist dieser Pink Panther Song oder das Pink Panther Theme aus dem gleichnamigen Film. Ja? Und das ist natürlich der Klassiker für Saxophon schlechthin. Es ist nicht ganz so leicht zu spielen, weil die Tonart ein bisschen blöd ist, aber es ist alles machbar. Und es sind auch tatsächlich nicht so viele verschiedene Phrasen in dem Stück, zumindest im A-Teil nicht. Und wir beschäftigen uns auch erstmal nur mit dem A-Teil. Das Ganze ist, wie bei vielen Stücken, auch immer um so eine bestimmte Tonleiter rumgebaut. Die Melodie basiert hauptsächlich auf einer Blues-Tonleiter in Fis. Ich werde das hier auf dem Altsaxophon demonstrieren. Die Griffe sind beim Tenorsaxophon gleich, also man kann das mit beiden Saxophonen mit den gleichen Griffen spielen. Es klingt natürlich in einer anderen Tonart, wenn man das mit dem Tenorsaxophon macht. Aber ich zeige euch die Griffe hier auf dem Altsaxophon. Ich mache vielleicht auch in dem nächsten Video mache ich das Ganze nochmal fürs Tenorsaxophon, damit ihr vielleicht auch mit mir mitspielen könnt. Wenn ihr das Video seht und seht die Griffe, könnt ihr auf meine Finger schauen. Dann könnt ihr natürlich, je nachdem, was für ein Saxophon ihr spielt, direkt da mitspielen. Könnt die Griffe nachmachen und könnt dann auch schönes Lied mit mir zusammenspielen. Ich habe eben die einzelnen Phrasen habe ich euch vorgespielt. Ich werde euch jetzt mal die Tonleiter zeigen. Damit kann man am besten anfangen. Und zwar die Fis-Moll-Pentatonik bzw. die Fis-Blues-Tonleiter. Das sind ähnliche Tonleitern, die unterscheiden sich nur in einem Ton. Und ich zeige euch einfach hier, ich gehe an die Kamera nah dran und ich zeige euch einfach die Griffe. Ihr könnt auf meine Finger schauen und dann könnt ihr es direkt nachspielen. Also es geht los mit Fis, das ist der erste Griff, dann kommt das A, das H, das Cis, das E mit Oktavklappe und oben wieder das Fis. Ich spiele es mal ganz langsam nacheinander. Und ihr könnt mir auf die Finger schauen. Also wenn ich hier die letzten zwei Töne spiele, E und Fis, dann mache ich das mit der Oktavklappe zusammen. Das hört ihr ja auch, es geht höher. Nochmal ein bisschen schneller von unten. Jetzt mache ich das Ganze von oben nach unten, also umgekehrte Richtung. Und jetzt könnt ihr das üben. Am besten, ihr übt das jetzt einfach mal hoch und runter, solange bis die Finger das von alleine können. Okay, jetzt können wir anfangen mit der Melodie. Also diese Tonleiter, das ist die Fis-Moll-Pentatonik, die steckt immer irgendwie in der Melodie drin. Da kommen noch weitere Töne dazu, ein paar Halbtöne noch, also ein bisschen Chromatik. Aber wenn ihr die einigermaßen könnt, diese Moll-Pentatonik in Fis, dann fällt euch das gleich mit der Melodie, fällt euch viel leichter. Ihr findet einfach besser die Töne und die Griffe. Also es geht los, erste Phrase klingt so bei Pink Panther. Ich fange mit F an, das ist zum Beispiel kein Ton dieser Pentatonik. Gehe aber danach gleich auf das Fis. Also ich spiele es mal vor. Ja, das ist unsere erste Phrase. Wir beginnen mit F, gehen dann gleich aufs Fis. Und dann kommt das Gis und danach gleich das A. Machen wir das zusammen.
F-Fis, Gis A. So, gut. Jetzt kommt das, wird das wiederholt. Es kommt nochmal. Diesmal ein bisschen schneller. Und danach geht es weiter. Dann kommt ein D und ein Cis. Das D ist mit Oktavklappe. Plupp. Ja. Ich spiele mal die komplette Phrase bis dahin. Und ihr kennt ja vielleicht bei Pink Panther, kennt ihr das Prinzip, wenn man das spielt, dann hat man immer das Gefühl, man muss da schnipsen. Ja, ich mache das jetzt, weil ich meine Finger brauche, mache ich das mal mit dem Fuß. Also ich tippe immer mit dem Fuß, wo normal geschnipst wird. Ja, wenn man das spielt. Ja, da kommt immer der Schnipser hin. Schnips. Schnips. Ja. So könnt ihr euch auch die Rhythmik ganz gut merken. Ich spiele die erste Phrase, dann denkt ihr an das Schnipsen. Da ist für euch eine kurze Pause. Also ich spiele die erste Phrase. Und dann geht es am Stück weiter. Ja. Wenn wir bei den Cis angekommen sind, danach geht es gleich weiter. Und zwar mit Fis. A. Cis. Und ein langes C. Na? Jetzt spiele ich die Phrase von vorn bis dahin. Ja, bis dahin. Wenn ihr das habt, dann geht es gleich weiter. Dann kommt so ein Stück Tonleiter wieder. Ja, das habt ihr vorhin geübt, mit dieser Mollpentatonik. Ihr kommt ja von hier. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Da ist nicht so viel drin. Und das Gute ist, wenn ihr die Phrase jetzt gecheckt habt, alles, dann fällt es euch gleich viel leichter, weil diese Phrase, die wird dann auch nochmal wiederholt. Beziehungsweise ein bisschen abgeändert, in der Variation wiederholt. Aber da kommt nicht so viel Neues dazu. Ja, gut, machen wir das zusammen. Schaut mir auf die Finger, spielt gleich mit. Ah ja, klappt jetzt nicht. Okay, nochmal. Gut, die zweite Phrase beginnt wie die erste Phrase. Ja, bis zu dem Cis ist alles gleich. Und jetzt kommt was Neues. A, Cis, hoch mit Oktavklappe zum Fis und dann ein langes F. Also A, Cis, Oktavklappenfis und ein langes F. Okay, die ganze Phrase. Geht natürlich ein bisschen schneller. Gut. Könnt ihr zurückspulen, ein bisschen üben. Jetzt geht es wieder von vorne los. Jetzt kommt die gleiche Phrase wie am Anfang. Also jetzt wirklich ganz genau wie am Anfang. Ja. Und
jetzt haben wir noch eine Phrase und die ist auch ganz leicht, wenn ihr vorher diese Mollpentatonik geübt habt. Ja, dann ist die leicht. Und zwar fängt die oben beim Fis an. Ich spiele sie mal vor. Ja, das ist das. Und ihr stellt vielleicht direkt fest beim Hören, dass das eigentlich nur die Fis-Moll-Pentatonik ist. Also das ist genau das, was ihr vorhin geübt habt mit der Tonleiter. Ne? Bloß von oben nach unten. Also muss ich gar nicht viel erklären. Wenn ihr das vorhin geübt habt, dann könnt ihr das schon. Geht los mit Fis. Dann E. Cis. H. A. Und unten Fis. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner Schnipsel hinten dran. Und zwar kommt das hier. C, H, immer im Wechsel. Das C ist schnell, das H ist lang. Dreimal. Da, da, eins, da, da, zwei, da, da, drei. Und dann kommt das hier noch. Hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon mal. Ja, es geht los mit A, Fis, E und zurück zum Fis. Also die letzte, allerletzte Phrase, die geht so. Geht oben los mit dieser Tonleiter. Die Rhythmik ist ein bisschen schwer. Die ist nicht ganz so leicht, weil das ganze Ding im Swing ist, also Swing-Achtel gespielt wird, mit Swing-Achteln gespielt wird und weil das auch triolisch ist und später auch dann Triolen drin vorkommen. Na, das hier zum Beispiel. Das hier. Das sind Triolen-Achtel. 1, 2, 3. Das sind drei Töne, drei Achtelnoten auf einem Schlag. Da 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 da. Also es müsst ihr schnell spielen. Okay, gut. Jetzt haben wir das ganze Lied. Jetzt machen wir das nochmal am Stück. Wenn ihr wollt, könnt ihr die einzelnen Abschnitte üben. Wenn ihr es schon könnt, könnt ihr jetzt einfach mitspielen. Dann haben wir es schon. Ja? Okay, fangen wir mal an. Mit F geht's los. Okay, das war wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu schnell für dich. Kann sein, macht ja nichts, kannst ja üben. Im Originaltempo ist das natürlich noch ein bisschen flotter. Also da ist das hier, was wir gerade gespielt haben, zu langsam. Das Schneckentempo, ne? Kann man alles üben, muss man nicht sofort können. Einfach immer wieder die Stellen anschauen, auf meine Finger gucken und irgendwann klappt es dann. Das wird schon funktionieren, ja? Gut, mich würde sehr freuen, wenn du mir Feedback geben kannst oder ihr mir Feedback geben könnt. Ich probiere ja gerade ein paar neue Sachen aus mit Videos, gerade auch was ich jetzt gezeigt habe mit den Fingern. Das wäre super nett, wenn ihr mir unten Kommentare abgeben könntet, ein bisschen Feedback, wie ihr das findet, ob ihr damit gut zurechtkommt, ob das eine gute Methode ist für euch, um das zu lernen, um Stücke zu lernen. Vielleicht, ihr könnt mir auch gern schreiben, wenn es nicht funktioniert. Ne? Schreibt einfach, was ihr meint, gebt euren Senf dazu. Ihr könnt ehrlich sein,
Also ihr müsst mir da keinen Honig um den Bart schmieren oder wie man da sagt, Honig ums Maul schmieren, glaube ich, heißt das. Also ihr könnt wirklich ehrlich sein, schreibt unten rein, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet, was ich besser machen soll. Und genau, vielleicht gefällt euch mein Pullover nicht oder so, könnt ihr auch reinschreiben. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt wieder öfter da für euch auf YouTube. Ich bin tatsächlich gerade in so einer Findungsphase. Ich habe mir sehr viele Videos angeschaut auf YouTube. Es gibt sehr viele Tutorials. Die Leute, die das machen, machen es teilweise sehr gut auch. Es gibt sehr viele, die machen es auf die gleiche Art. Und es ist sehr viel Erklär und Gelaber immer dabei. Also sehr viel, ja, die Leute reden immer sehr viel. Und ich finde das ein bisschen, ja, ich möchte es einfach ein bisschen anders machen jetzt in Zukunft. Ich habe früher auch sehr viel geredet, jetzt im Moment rede ich gerade wieder viel. Es ist, glaube ich, nicht so effektiv für euch, wenn jemand so viel erklärt, also verbal erklärt. Ne? Man muss besser zeigen und vielleicht mehr so die einzelnen Teile in einem Lied genau erklären. Und das ist viel effektiver und dann kann man da viel besser mit lernen, glaube ich. Und ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Methode, wie man mit Videounterricht, wie man da ja, den Schülern bessere Tutorials liefern kann, damit die schneller lernen können, damit es besser klappt. Ja? Und deshalb brauche ich euer Feedback. Also es wäre klasse, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit nehmt, mir 2-3 Sätze dazu schreiben könnt. Vielleicht auch, wie weit ihr seid, was ihr lernen wollt, was euch so Spaß macht am Saxophonspielen, wie lange ihr schon spielt, ob ihr Unterricht habt, ob ihr Erfahrungen habt mit Videounterricht. Vielleicht schreibt mir vielleicht auch rein, was ihr sonst noch so anschaut, welche Kanäle ihr anschaut. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen guten Tipp von jemandem, den ich noch nicht gut kenne. Dann schaue ich mir das auch an. Kann ich vielleicht auch ein paar Ideen bekommen. Genau. Und ihr könnt natürlich wie immer das Video liken, wenn es euch gefällt. Das ist immer gut. Wenn man viele Likes bekommt, dann wird man auf YouTube natürlich auch hoch gerankt. Wenn jemand nach Saxophonunterricht sucht, dann ist man da gleich oben dabei, wenn man viele Likes hat. Ne? Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Alles okay, bin da offen. Und genau, ich kann dadurch ja auch besser werden und besser lernen und euch dann vielleicht auch interessantere Videos dann geben. Ne? Okay, ihr könnt natürlich auch, ich habe ja auch eine Saxophon-Lernplattform im Internet. Die findet ihr unter saxvideotraining.com. Ihr könnt ihr eingeben, ihr findet auch einen Link hier unten in der Beschreibung. Da gibt es richtig kompakte, große, nicht kompakt und groß, sondern komplette, große Saxophonkurse mit verschiedenen Themen. Es gibt was über Sound oder über Improvisation oder einen Blues-Saxophonkurs. Das sind komplette Kurse, geht bei 1 los und dann hört es bei 100 auf. Was rede ich denn da? Also es fängt vorne an und dann gibt es immer eine Aufgabe und dann müsst ihr üben und sowas und dann könnt ihr am Schluss, habt ihr ein bestimmtes Ziel erreicht und könnt dann eben ganz gut improvisieren oder Blues spielen. Habt eine Idee, wie das funktioniert. Das sind allerdings Kurse, die kosten Geld. Das ist nicht wie auf YouTube, dass ich ab und zu mal ein Video mache und das ist alles umsonst so, sondern es kostet Geld. Da bekommt ihr auch viel Material zum Üben und so weiter. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch mal vorbeischauen auf saxvideotraining.com. Da könnt ihr euch sogar 14 Tage kostenlos anmelden, könnt alle Kurse checken, könnt da mal reinschnuppern, geht alles. Und da gibt es auch einen kostenlosen Kurs, wenn ihr auf die erste Seite kommt, da könnt ihr euch eintragen. Da gibt es ein paar Beispiele und ihr bekommt so einen Videokurs per E-Mail. Na? Dann schicke ich euch jeden Tag ein Video zu, eine Lektion, dann könnt ihr mit mir lernen, könnt mit mir zusammenspielen. Da gibt es auch Playbacks dazu und Noten zum Runterladen und ganz viel mehr. Ja, gut, also es würde mir sehr gefallen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, mir einen Kommentar unten reinschreibt, was ihr so meint. Und natürlich könnt ihr das Video teilen, schickt das rum, schickt das ein bisschen an eure anderen Saxophon-Freunde. Wenn ihr denkt, das interessiert jemanden, dann schickt es gerne rum und so weiter. Gut. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Macht's gut, euer Bernd. Bis bald. Ciao, ciao.